die letzte schwarz-blaue Regierung. Nein, ich kann nicht Scheiße sagen, oder? Ich bin hier, weil ich was gegen die schwarz-blaue Regierung habe und gegen das, was sie vorhaben, Studiengebühren einzuführen und ähnliches. Wir sind nicht zufrieden mit der neuen Regierung. Auch nicht, wenn es Herbstferien gibt. Auch nicht, wenn es Herbstferien gibt. Cool, ich keine Ahnung, wo es Herbstferien. Herbstferien sollen eingeführt werden in der türkis-blauen Regierung. Ja, okay, das ist ein positiver Aspekt dann. Ein kleiner positiver Aspekt im Gegensatz zu den anderen negativen. Wir wollen nicht, dass unser Bildungssystem scheiße wird. Der Rassismus und dieses Versteckte, dass sie es nicht offen zugeben, dass sie einfach eine rechtsradikale Partei sind. Und die Feindlichkeit gegenüber anderen Leuten, die sie einfach haben. Wofür stehen Schwarz und Blau? Rassismus und Sozialabbau. Weil es für Sozialabbau, das wollen wir nicht. Und weil alle in der Schule gemeinsam lernen sollten und nicht gegeneinander. Schulnoten können einen unter Druck setzen. Ja, ich finde, also mit 7 Jahren oder so finde ich es schwachsinnig, wenn man schon Schulnoten bekommen sollte, weil das setzt einen einfach so unter Druck und das ist nicht so schön. Wofür stehen Schwarz und Blau? Rassismus und Sozialabbau. Wofür stehen Schwarz und Blau? Rassismus und Sozialabbau.